Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder alles 19. Wir haben wieder Sehnsucht nach den Bergen. In Erngrad sind wir unterwegs auf dem Alpin DLC. Und kaum zu glauben, aber es ist vollbracht. Kartoffeln sind gelegt. Ich dachte, ich werde gar nicht mehr fertig. Aber wir müssen da andere Technik das nächste Mal besorgen. Mal schauen, was überhaupt bei der Kartoffelernte bei rauskommt. So, wir fahren das Equipment zum Hof. Ein paar Kartoffeln sind da noch drauf. Es sieht aber auch aus wie ein Schwein. Genau, ist schon recht spät geworden, aber wir wollen da natürlich versuchen, so viel wie möglich Tageslicht zu nutzen und unsere Arbeiten dort machen zu können. So, ich muss sagen, Treibstoffverbrauch hat sich jetzt noch in Grenzen gehalten hier beim guten Fan. So, der Unimog sehen wir da im Hintergrund. Der ist auch fertig mit einem Feld. Der hat aber noch ein Feld mit Mais zum Drillen. Schauen, vielleicht machen wir das hier noch zu später Abendstunde. Schon bald 19 Uhr hier in Erngrad. So, sind wir auch schon beim Hof angekommen. Und, da muss ich noch sagen, der Händler hat mir da ein verlockendes Angebot gemacht, was ich wahrscheinlich nicht ausschlagen kann, werde, sollte. So, ich würde sagen, wir stellen das Gerät erstmal an die Seite. Wir haben nämlich noch mehr zu tun. Wir haben jetzt noch keine Zeit zum Waschen. Aber es steht auch gleich mal wieder eine Ernte an. So. Meine Frau ist auch gerade mitgenommen. Mitgekommen. Und wir haben da noch einen Ballen mitgenommen, der da lag. Den werden wir dann hier auch abladen demnächst. So, das Ding stellen wir mal hier hin. Und am besten klappen wir die Seitenwände auf, lösen die Spanngurte, machen das Teil aus und fertig. Lassen wir mal da stehen. Lassen wir mal so auf dem Hof stehen. So, der Hof fehlt immer noch das Silo. Mittlerweile sieht es finanziell auch ein bisschen schlecht aus. Aber ich glaube, die Kühe, die haben nämlich ordentlich Milch gegeben. Wir haben jetzt nämlich noch einen Haufen Milch im Laden gehabt und haben die noch gar nicht verkauft und würden als nächstes am Morgen, wir werden jetzt noch abends melken und am Morgen melken und dann können wir da die Milch teuer verkaufen. Gut, aber jetzt müssen wir mal noch zum, ihr habt es ja schon gesehen, zu den Unimog springen, in Fahrzeug einsteigen. So, der hat es geschafft. Palette ist auch aufgeladen. Einzeln wieder jeden einzelnen Sack hier auf den Unimog geschmissen. So.
Der gute Stück soll aber noch weiterarbeiten. Und er sollte auch noch so ein paar Rundumlichter bekommen. Wenn wir hier mit so schweres Gerät unterwegs sind, muss der auch gut zu sehen sein. Was er jetzt aber momentan nicht unbedingt ist, weil da nichts blinkt. Außer der Blinker. So. Der drückt sich gerade hier aufs Feld. Mal gucken, ob er hier direkt einsinkt. Macht er natürlich. So, dann versuchen wir den hier. Können wir jetzt direkt vom Ladefläche auffüllen und dann versuchen wir den mal hier zu starten. Jetzt ist er natürlich ein bisschen schwerer, aber es scheint zu gehen. Einfach nicht schön. Also die Konstellation wäre eigentlich, sieht meiner Meinung nach cool aus, aber irgendwie brauche ich breitere Reitreifen. Mal sehen, er wühlt sich, jetzt wühlt er sich fast ein hier vorne, jetzt hat er sich wieder rausgegraben. So, aber wir könnten hier natürlich einsteigen. Hier sehen wir richtig auf den Hinterrädern, wenn man es denn sieht, wie schwer der Flug da ist, wie fett das zusammengepresst wird hier. Der Luftdruck bei den Reifen. Ich will bloß mal kurz zurückfahren. Schauen, ob das hier hinten auch alles ordnungsgemäß gegrubbert worden ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sieht aber alles ganz easy aus. So. Hier haben wir noch kurz am Wasser. Mal kurz den kleinen Zeh reinhalten. Oh mein Gott. Ja. Da warten wir noch ein paar Jahre, bis es wärmer ist, würde ich sagen. Ein paar Jahre. So, Bergseen immer recht kalt. So, also, nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Fahren wir zum Hof. So, auch hier wurde uns schon angemahnt, damit wir hier auch vielleicht noch einen Rundumleuchter an den Träger anbauen. Damit wir da, wenn wir da mit schweren Gerät unterwegs sind, vom Weiten schon die Autofahrer warnen können. Eigentlich müsste man ja die Autofahrer uns warnen, so wie die fahren, aber okay. So, genau. Ah, ich muss noch zum Händler. Dürfen wir nicht vergessen, auf dem Deal nochmal zurückzukommen, was der Händler uns vorgeschlagen hat. Und zwar habt ihr mitbekommen, er ist ja jetzt da irgendwie so auf dem Trip. Er sammelt da alte Traktoren und hat ja letztes Mal auch einen alten Unimog angeschleppt, wo er gesagt hat, das könnte mich vielleicht auch interessieren. Habe ich sicher mal irgendwo beim Gespräch erwähnt. Und jetzt ist es ja so, wir haben natürlich auch einen alten Träger auf dem Hof. Zwar nicht so ein tolles Ding wie so ein Unimog, aber auch nicht schlecht. Und hat er gefragt, da könnten wir uns doch so, ja, so ein Tauschgeschäft machen. Ich helfe ihm weiterhin, unbezahlt,
wenn er da irgendwelche Sachen hat, kriegt dafür den Onimog und er möchte dafür den Eicher haben. Und jetzt habe ich mir das eigentlich mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und war eigentlich der Meinung, der Onimog ist eigentlich viel praktischer nachher für mich als der Eicher. Und der steht jetzt hier, das gute Stück. Wollen wir natürlich auch nicht von der Hand weisen. Hat uns da gute Dienste geleistet. Springt meistens auch an. Außer im Winter hat er da ein bisschen Probleme. Aber er hat gemeint, das wäre so ein cooles Objekt, was da noch bei ihm stehen könnte. Und der Unimog wäre natürlich auch cool, aber das ist halt noch so, ja, wäre so ein Teil, was mich noch auf dem Hof ein bisschen begleiten könnte. Und so machen wir das auch. Wir werden noch ein paar Eier verkaufen. Oder quasi zu unserem Laden mitnehmen. Dann gibt es wieder frische Eier am Morgen. Der Laden ist ja dann schon gleich mal zu. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wir schmeißen die extra so hin, weil dann gibt es gleich Rühreier morgen. So, mein Freund. Das ist unsere letzte Reise. Treten wir die letzten Meter gemeinsam an. Jawohl. Ja, es war gut mit dir. Aber irgendwann ist die Zeit, damit sich unsere Wege trennen. Du wirst jetzt ein einfacheres Leben führen. Aber ein gutes. Du wirst mehr bewundert als bei mir auf dem Hof, wo gerade mal dich die Kühe anschauen, wenn wir gerade vorbeifahren. Hier wirst du jeden Tag angeschaut, wenn die Leute bei dir vorbeilaufen. So, ich nehme an, den will er erst noch in die Werkstatt stellen. So, mach's gut, mein Freund. Hä? Ich komme dich ab und zu besuchen. Da musst du nicht traurig sein, kleiner Eicher. So, okay. Kann ich den Unimog gerade mitnehmen? So wie er ist. Oha. Oh, schaut euch das Teil an. Ich mag's jetzt schon. So, lasst uns einsteigen. Los geht's. Es geht nicht los. Warte mal, er muss erst auf Touren kommen oder was? Jetzt geht's los.
Ach, das ist auch so ein Objekt, da kannst du auch mal im Winter, wenn du Langeweile hast, mal ein bisschen was restaurieren, dran rumschrauben. Aber eigentlich geht ja nichts kaputt bei dem Teil. Und laufen tut er wie die Hölle. Wir haben den ja schon mal ein bisschen getestet. So, und der wird auch wirklich noch auf dem Hof, will ich den noch mit einsetzen. So, coole Sache. Schauen wir noch, ob der auch in die Garage passt vom Eicher. In die kleine Garage sollte der eigentlich locker reingehen. Knapp, aber es geht. Super Sache, muss ich sagen. Ich freue mich, haben wir das Ding. Hat er mir da so ein cooles Geschäft vorgeschlagen. So. So, jetzt ist aber schon spät geworden. Oh, der Baum hängt aber auch voll Früchte hier. Wenn ich das richtig sehe. Sehr schön. So, was machen wir noch? Es steht eigentlich am nächsten Tag, steht eigentlich Ernten auf dem Programm. Wir müssen dreschen. Der Drescher ist schon eigentlich immer bereit. Aber vielleicht nehmen wir hier noch den. Gerade noch hier den Deutz mal unter die Fittiche, werden die mal noch putzen und werden da ein Abfahrgespann draus machen. Das wäre eigentlich, glaube ich, eine gute Idee. Mal die Dingen zu hier. Oha, da sieht man das überall die Farbe schon ein bisschen ab. Das Ding ist halt auch nicht mehr der neueste, aber läuft natürlich. So, und vielleicht sollten wir noch gucken, ob wir in der Garage, in der Werkstatt noch ein Rundumlicht haben. Dann könnten wir das nämlich auch bei denen hier noch anbauen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So, da müssen wir mal ein bisschen Zähne zeigen wieder hier. Also, ich würde sagen, für heute wäre es das erstmal. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, wenn ihr wieder einschaltet. Also, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.